Jetzt, meine Damen und Herren, eine Komödiantin hier aus Köln. Begrüße Sie, Enissa Amani. Hallo. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, große Ehre. Ich freue mich, dass ich wieder bei TV Total zu Gast sein darf. Ich kann nur sagen, bei mir läuft. Ja, nee, aber ich meine, mir ist auch immer völlig egal, ob mich die Leute lustig finden. Hauptsache, die finden mein Kleidchen schön. Ja, nee, weil ich wollte ja nie Comedian werden. Ja, ich habe ursprünglich mal Jura studiert. Mein Ziel war es, Anwältin zu werden für Frauenrechte im Iran. Der beste Job der Welt. Hast den ganzen Tag frei. Einziger, der noch weniger zu tun hat, ist der Kinderschutzbeauftragte der katholischen Kirche. Da lachen die. Ja, nee, jetzt bin ich halt Comedian und jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass jeder eine Meinung hat und so. Und dann bei Facebook. Und dann schreiben die teilweise sowas wie, boah, die ist total unlustig, völlig untalentiert, ganz überbewertet. Die sieht einfach nur gut aus. Und ich schreibe so drunter, boah, danke schön. So ein anderer schreibt so, was, ich finde die voll hässlich, aber die ist total klug und die Gags sind voll gut. Und ich so, was, Kommentar löschen, Nutzer sperren, ich melde den so wegen Rassismus. Ja, nee, aber ich habe auch gemerkt, ich mache das noch nicht so lange und du kannst es bei Facebook und bei YouTube und so, du kannst es den Leuten nicht recht machen. Egal, was du schreibst, es hat immer jemand was zu motzen. Egal, was du machst, ich habe es schon getestet. Du kannst bei Facebook schreiben, Frieden für die Menschheit. Dann schreibt da einer drunter, und was ist mit den Tieren, Enissa? Was ist mit den Tieren? Bist du etwa gegen Tiere? Enissa Amani ist gegen Tiere. Enissa Amani schlachtet Robben. Ja, und dann gibt es die ganz Verrückten, die dich einfach so beleidigen. Die haben dich zweimal im Fernsehen gesehen, zweimal fünf Minuten, und die beleidigen dich. Ja? Und dann schreiben die ganz schlimme Worte, so Nutte, Schlampe. Ja, was gibt's denn da zu lachen? Und dann... Ja, und ich habe mir das voll zu Herzen genommen und auch diese ganz bösen Sachen, ja, wie kann man so sein? Und ich bin selbst auf die ganz schlimmen Dinge eingegangen. Ich überall drunter geschrieben, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Und, ja. Ja. Ja, aber ist doch wirklich gemein von diesen Hurensöhnen, ja? Ja, ich sag ja besonders gerne Hurensohn, ja, ist ja so mein Lieblingswort, aber ich dachte, ich erkläre das mal so ein bisschen für die, die das so anstößig finden. Ne? Hurensohn, meine Lieben, das Wort darf man nicht so überanalysieren. Ja, das ist einfach so ein Modeschimpfwort meiner Generation. Das hat auch nichts mit den Müttern zu tun. Gar nichts mit den Müttern zu tun. Ja? Die beste Mama, die allersüßeste Mama, die wirklich alles richtig gemacht hat, sich voll Mühe gegeben hat, hat manchmal einen Hurensohn als Sohn. Ja? Hurensohn ist einfach so, ne? Und es ist nicht nur gegen Menschen gerichtet. iPhone-Akku ist ein Hurensohn, ja? Deswegen sage ich immer, benutzt das Wort einfach. Verwendet es, sagt es zu jedem, ja? Es ist einfach nur ein Modewort. Meine Generation würde auch Gesetze völlig anders formulieren, ja? Direkt hier, Grundgesetz, 1. Paragraph. Die Würde eines jeden Hurensohns ist unantastbar. Ja. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich muss mir mal so ein dickeres Fell zulegen und ich muss mal lernen, mit diesen schlechten Kommentaren auch umzugehen. Ja, und ich dachte, wo kann ich mir das gut abgucken? Bei Rappern. Ja, Rapper, die werden immer beleidigt und beleidigen sich immer gegenseitig, können gut damit umgehen. Und dann habe ich jede Menge Gangster-Rap gehört. So. Aber was mich an denen stört, ist, die müssen immer so auf dicke Hose machen. Immer Geld, Geld, Geld. Ich habe so viel Geld. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Geld. Ich fliege vom Wohnzimmer zum Klo mit meinem Privatjet. Ja. Immer AMGG-Klasse, die Stars, lila Scheine, lila Scheine, lila Scheine. Weiß einer von euch, was ein lila Schein ist? Lila Schein? Ja, bei dir läuft, ja? 500er! 500-Euro-Scheine! Ich schwöre, ich wusste nicht mal, dass es 500-Euro-Scheine gibt. Ich dachte, lila Scheine ist so Milka-Sonderedition von 10-Euro-Scheinen oder sowas. Ja? Und dann, ja. Und ist doch auch gar nicht authentisch. Ist überhaupt nicht authentisch. Da habe ich gedacht, das stimmt gar nicht, so viel verdienen die. Gut, es gibt einen unter denen, der richtig viel Geld verdient, der so richtig Chef im Ring ist. So richtig. Und das ist Helene Fischer. Helene Fischer, ja, da sitzt die Helene Fischer. Ich
feiere die total. Ja, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich finde die super. Ja, bei der läuft so richtig lila Scheine und so. Ja, ich meine, die ist einfach Chefin im Ring. Das muss man mal akzeptieren. Ja, dann ist das eine bildhübsche Frau. Ja, ich meine, die müsste so Musik machen wie AMG G-Klasse. Ja. Ja, wirklich, die müsste mal zu diesen ganzen Rappern gehen und sowas singen wie Bow Down, Bitches, Bow, Bow Down. Ja, weil die ist die Chefin. Bei Helene läuft. Ich feiere die total. Für mich, so für meine Generation, ich finde, Helene Fischer ist sowas wie Deutschlands Beyoncé. Ja? Ja, so die. Und das finde ich super, ich feiere das total. Aber was mich echt traurig macht, ist, wenn Helene Fischer Deutschlands Beyoncé ist, dann ist Florian Silbereisen Jay-Z. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, und jetzt mache ich halt Comedy. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen das deutsche Comedy- und Kabarettwesen angeguckt und habe ja gesehen, hier ist es ja immer üblich, dass man auch ein Lied anstimmt. Ja? Man muss ja zwischendurch auch immer eine Gitarre und ein Klavier rausholen. Ein bisschen. Da habe ich auch ein Lied vorbereitet und dachte, wir singen mal so ein bisschen zusammen. Ihr müsst aber mit einstimmen, okay? So. Hitler war ein Hurensohn, du dai, du dai. Hitler war ein Hurensohn, du dai, du dai, du. Hitler war ein Hurensohn, du dai, du dai. Hitler war ein Hurensohn. Danke schön. Ich bin auch viel geritten, aber nicht so unbedingt okay. Auf Pferden. Nicht so. Pferde dabei? anyway. Habe ich das richtig gehört gerade? Habe ich das richtig gehört? Wir dokumentieren nur hier. Ihr Doku-Kanal, meine Damen und Herren.